Hier gibt's ja mehrere Wege. Ja, ich bin jetzt leicht verwirrt. Dann lass mal lieber hier auf der Ebene erstmal bleiben. Sonst verliere ich noch meinen Orientierungssinn. Hm, das wollen wir ja nicht. Genau. Ach! Ach Mensch! Ah, jetzt kann man hier durch. Alles klar. Wollen wir nicht abspeichern oder so? Irgendwo hinfliegen? Nee, weil es gefährlich wird? Ja, dann wollen wir nicht irgendwo abspeichern? Ja. Gute Idee. Schön, dass du selber drauf gekommen bist. Vielleicht sagt der Victor ja was Neues, ne? Warte mal. Boah, wie cool wir aussehen mit unseren roten Waffen. Victor, jetzt red mit mir. Du schlägst ihn die ganze Zeit. Dank euch, alter Text. So. Alter Text. Ja, was denn? Ja, die Medusa hat auch 3400. Das ja, ist eben. Ich weiß irgendwie aus unerfindlichen Gründen, weiß ich, dass gleich noch ganz viele Bossgegner kommen. Und deswegen wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt. Wir haben ja nicht blind in Titel geschrieben, ne? Nee, das machen ja eher so Tobi-Basse, die dann tatsächlich irgendwie ganz viel nachgucken. Naja, ganz viel. Ja, ja. Wir wollen nichts unterstellen. Ich sag nur Adventures, ich sag nur Majora's Mask, ne? Ich weiß das alles, ich hab dich durchschaut. Mich? Nee, den Tobi-Bass. Weiß ich schon. So, ja, Items kaufen. Ja, du, Nee, ich hab kurz überlegt und dann, ach ja, sollten wir, das wäre gut besser. Hm. Eine Wacht kostet 100 GM. Klar, müssen wir definitiv nicht. Hä, wieso? Ich dachte, hier gibt's Items. Hä? Finde ich irgendwie. Hier gibt's so Items. Warum gibt's hier keine Items? Das ist oben vielleicht? Ach, wo? Es gibt mehrstöckige Bauten. Ja, ja. So, das habe ich ja noch nie gehört. So. Ja, wir sind richtige Profis heute. Wir haben richtig viel schon geschafft. Tatsächlich gar nicht so wenig für unsere Verhältnisse, ne? Für unsere Verhältnisse, ohne Witz, da sind wir richtig gut. In den letzten... Aber das Glück ist, dass wir jetzt wieder nicht wissen, wie es weitergeht. Naja, doch, jetzt die Gegner. Ja, natürlich, aber ne, danach, so. Speichern. Ich weiß so ein bisschen, wie es danach weitergeht, aber nicht viel. Ich weiß nur, wohin und dann... Tüdelüdü darfst du nicht sagen. Wieso darf ich das nicht sagen? Das sagt ein gewisser Herr, den ich einmal im Jahr sehe, immer. Was? Christoph. Ach so. Wie? Ach so, nee, dann sollte ich das... Das wusste ich gar nicht. Aber, komisch, Gedankenübertragung, ne? So, Lufti... Nee, ja doch. Doch, ja klar, warum nicht? Ja, zurück und dann... Jetzt haben wir die Abkürzung, das ist total cool. Genau, jetzt haben wir die Abkürzung. Macht Sinn. Ach stimmt, jetzt verstehe ich die Abkürzung. Aber ich bin orientierungslos, ne? Nee, ja, das habe ich jetzt aber auch verstanden. So, siehst du, guck mal, was habe ich für eine Orientierung? Einfach zurückgeflogen. Da wäre ich jetzt auch hingeflogen. Guck mal, wir haben immer noch unsere Verzauberung auf den Waffen. Ja, wir sind so schnell. Ja, wir sind so schnell, geschwind wie der Wind. Das ging in 30 Sekunden. Geschwind wie der Wind. Oh. Das habe ich schon gesagt. Nanu? Nanu? Was war ich? Das? Ja, war ja nicht sicher, wer sprechen soll. Oh, wer ist er denn nochmal? Antalus. Markus? Das. Der Imperator! Aber er ist. Was zum. Hey, da hinten, da ist ein Ausgang erschienen. Los geht's! Oder willst du noch mit dem Idioten da quatschen? Ja. Funktioniert nicht! Auf! Ja, was ist denn? Was ist denn mit dem Impi? Der ist voll gebannt, so. Voll der Kackbuhn. Herzlich willkommen! Trax, was, sag mal, ne? So mal nur unter uns, ne? Was hast du eigentlich mit dem Imperator gemacht? Warum? Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Wir haben unser Ziel erreicht. wieso wir? Nur mal so unter uns. Wer ist denn noch? Wer ist denn noch wir, du? Das war bestimmt. Tantalus! Seid gegrüßt, ihr kleinen Narren. Den kennen wir ja noch. Wo ist Hagen? Ist er gesund? Genau, die wichtigen Fragen. Schon bald wird er mein neuer Körper sein.
Wieso braucht er einen neuen Körper? Aber was hast du vor? Oh Gott, das war ja auch ich. Oh nein, jetzt muss ich alles lesen. Geht euch nichts an. Los, Tantalus, wir müssen sofort zur Mana-Festung. Tantalus hatte ich früher gelesen, aber egal. Rache ist süß. Tschüss, ihr Süßen. Du musst lachen. So. Wolltest. Oh, wer ist er denn? Sie denn? Medusa. So. Oh, der darf man nicht in die Augen gucken, ne? Ja, die verzaubert wahrscheinlich sehr schnell. Also die kann selber ein Zauberschild machen. Kann das sein, dass du nur noch 2 Mana hast? Hätten wir vielleicht doch übernachten sollen? Scheiße. Scheiße. Ja, dann gibst du mir gleich mal sofort eine, während ich zauber, eine Walnuss bitte, ja? Gib mir eine Walnuss. Während ich zauber, kann ich das nicht. Gegen was ist Medusa schwach? Ja, gegen den Rocky, aber sie kann ein Zauberschild machen. Da gibt's Nocturne für. Genau. So, und gegen Rocky also. Gegen Rocky? Hm? Rocky war der Erdmensch. Ja, mach mal aber nur auf euch beide. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ist doch egal. Ja, nun, dann hätte ich jetzt schon wieder angreifen können. Der kostet deswegen aber ja nicht mehr. Und die Medusa macht ja nichts. Ja, noch nicht. Ach, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wegen den Waffen, weil wir haben doch 10.000 Mal... Nachher ist das Mana-Schwert jetzt richtig krass. Wahrscheinlich. Das ist meine Lanze. Achso. Das. Da freut er sich. Aber jetzt habe ich da keine Verzauberung drauf. Ich Depp. Ja. Egal. Ah, doch. Oder? Nee, doch nicht. Warum schon so aus? Was soll das? Ja, mach das mal alleine, Liebe. Da stand auch, Tobi ist klein. Das, wie gemein. Das stimmt ja sogar. Tobi ist klein, ein kleiner Fratz. Der Tobi ist, glaube ich, 2 Köpfe kleiner als du, ne? Also im Vergleich zu der Puki, meine ich jetzt hier im Spiel gerade. Ja, jetzt gerade, ja. Ungefähr hin, ja. Zucker. Gut, ich bin so mutig, ich komme einfach mit dem kleinen Tobi da an. Warum spielst du nicht mit der Ischel? Achso, ja, könnte ich machen. Nur so. Idee. Ja, ich bin so ideenlos. Wir hatten noch diesen Schrumpfdingen selber, oder? Kann man den nicht einfach anwenden, um sich wieder groß zu machen? Versuch doch mal. Mein Zauber ist immer schwächer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat er Zauberschild gemacht und wir haben das nicht gesehen. Nee, dann würde es ja abprallen. Hä, was musste ich jetzt? Den Hammer da, den pinken. Ach so, den pinken. Schrumpfhammer, Tobi. Krass, geil. Das ist an sich doch ein nützliches Item. Habe ich ja gesagt. Mir glaubt er. Ja, aber 252 ist ja so schwach jetzt nicht, ne? Sag Bescheid, wenn du wieder brauchst hier, walnusstechnisch, ne? Da achte ich gar nicht drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mal ein bisschen weggehen. Hilfe. Wie habe ich denn? Noch 6. Ja, gut. Dann kannst du noch 2-mal, ne? Ja. Boah, jetzt sind wir richtig hier. Zaubersperre hat er, glaube ich, gemacht. Hat sie? Ja, ich meine. Aber mach trotzdem nochmal, um zu testen. Okay, ist das letzte Mal, dass ich machen kann? Epische Bossmusik. An sich ist der Kampf aber wirklich nicht so schwer jetzt, ne? Oh, ich ist gleich. Ja, das ist egal. Ha! Das war eigentlich der einfachste Bosskampf überhaupt. Ja, wenn man weiß, was man tun muss, ne? Wenn man einfach wie die Profis spielt. Nee, man weiß halt einfach so, Medusa, wogegen ist sie wohl schwach? Natürlich gegen Erdmagie, ne? Also das ist halt die erste logische Annahme einfach. Nein, aber hätte man wahrscheinlich erstmal Elektra machen müssen, um rauszufinden, welcher Zauber. Und dann hätte sie wahrscheinlich die Zeit gehabt für ein Zauberschild und dann... Ja, und? Aber dann hätte man Nocturne, dann hätte man das machen können, was wir auch gemacht haben. Will Lanzenorb kein Peitschenorb? Wir sprechen uns noch. Wer ist denn wir? Hallo? Also Tobi? Redet mal einer mit mir hier? Tobi? Ja? Er meinte mit wir, er und uns. Ach so. Ja. Das ergibt Sinn. Ja. So, ja. Würde man vermuten, hier hoch. könnte sein. Der Megaschalter. Oh Gott, der nächste. Zum nächsten. Markus! Punkt. Tja, da staunt ihr, oder? Hatte ich jetzt eigentlich... Ich habe Markus in eine lebendige Kampfmaschine verwandelt. Ey, cool. Oh je! Super. Schön. Was kann denn Markus so? Warte, Elektra, wo ist er denn? Da ist er ja.
Du brauchst eine Walnuss, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Nee, brauche ich gerade nicht. Oh Gott, wir gehen abbrechen, so. Machen wir denn Elektra? Da haben wir Elektra. Und wir schießen mal mit Blitzen, wir sind Zeus. Ja. Dann mache ich mal Elektra. Nee, das ist nicht Elektra, das ist Lunatic. Ach, hat kein Mana mehr, die gute Ische. Ja, brauchst du aber auch. Spätestens fürs Heilen irgendwie. Und wir haben dann zwei Walnüsse, das geht dann eigentlich. Ja. Also wir haben dann noch eine Walnuss, glaube ich. Egal, schaffen wir schon. War jetzt nicht so mega, der Angriff. Ja, hab ich nicht gesehen, zum Glück. War nur 100 irgendwas. Und jetzt hat er Zauberschild, das heißt... Noki. Ja, aber erst wenn er es fertig gezaubert hat, sonst bringt es sowieso nichts. Jetzt zum Beispiel. Aber der kann wahrscheinlich einfach nur sich schnell von A nach B bewegen, würde ich jetzt einfach mal spontan raten, ne? Zaubersperre? War das wirklich das? Nein. Was gibt's denn noch? Ja, das sind nur Angriffe. Höllenaura und Hades. Nee, warum natürlich Zaubersperre? Ja, aber... Die kannst du ja nicht auf dich selber zaubern. Was soll die wohl machen? Dem Gegner eine Zaubersperre schenken oder was? Schild ist unmöglich. Unmöglich. Okay. Ja, aber Zauber abgeprallt bei uns oder was? Keine. Ja, guck mal, hier ist immerhin 176. Wie viel Leben hat der? Ich treff gar nicht. 2000 irgendwas. Naja, haben wir ja schon 200 abgezogen. Wenn er sich nicht... Oh, ich zieh 0 ab. Ist das ein Ja, Witz? Vielleicht ist die Waffe irgendwie schlecht gerade. Was heißt denn die ganze Zeit Zauber abgeprallt? Steht das schon zum zweiten Mal? Ja, von der Waffe. Die sind ja verzaubert. Ach so. Aua, aua, aua. Naja, geht so. Naja. Sicher ist sicher. Und wir haben ja das Mana. Noch. Na! Ische ist bewusstlos. Ische. Super. Schnell! Ische ist gleich tot. Ische, komm! Geh auf! Du sitzt da gerade bei. Sitzt du da bei dir auch? Ja. Hockst du da? Ische, was ist denn los? Steh auf! Wach doch mal auf, sonst hau ich dich doch mal mit meinem Schwert. So! Oh oh. Ich würde es ja gern versuchen, aber ich glaube, es wäre nicht schlau, wenn ich jetzt zauber, oder? Soll ich trotzdem versuchen? Mach nochmal Zaubersperre. Vielleicht geht das ja. Vielleicht ist da eine Wahrscheinlichkeit da irgendwie mit ich dabei. Ich hab den halt erst Level 1. Das ist. Ja, das wird der Grund sein. Nocturne erreicht Level 2. Ah ja, die macht aber direkt schon wieder ein. Wie viel zieht denn das immer ab? Jedes Mal 4, ey. Da habe ich gleich keinen Mana mehr, um Zauber zu machen. Das ist so blöd. Schild deaktivieren unmöglich. Das ist doch ein Kackzauber! Oh Gott, die Ische ist tot. Auf die Ische drauf. Jetzt lass sie erstmal tot, oder? Ja, erstmal kurz. Ja, okay. Zaubern können wir erstmal knicken. Da war die Medusa schon leichter. Ja, ist ja kein Wunder. Ich will mal gucken, was ob Fernwaffen besser sind. Hallo? Das sieht aber nicht ganz richtig aus. Nekrophil nennt man das, glaube ich, ne? Boah, das kann aber ewig dauern. Was war das denn? Zauber abgeprallt. Toll, 0. Super. Was ich glaube, ich lade einfach mal auf hier. Wah. Hilfe. 1. Super. Wir schaffen das. Ja, 132. Ja, ich lade mal auf hier. Okay, dann lade ich jetzt auch mal auf. Oh, Achtung, gleich düster los. Ja, was? Was hast du abgezogen? Nichts, weil sie daneben geschossen hat. Ah, ich geh mal weg. Nochmal 100. Sehr gut, scheiße. Ich kann nicht ran. Ische wäre aber nicht ganz unnütz hier gerade, weil du kannst ja sowieso nicht zaubern. Soll ich nicht Ische mal doch wieder beleben? Ja, mach mal. Verzeihung. Aber wir haben ja auch noch viel Leben. Wieso sind wir so geizig? Weil wir sind sparsam. Weil wir dumm sind. Das ist doch total bescheuert, da rumzusparen. Nicht jetzt, ich lad rauf. Ach ja, doch, okay. Mach du. Ja, warum denn nicht? Doch, mach. Egal. Es geht um mein Leben. Ja. Hast ja recht. Man hält kann trotzdem aufladen, merke ich gerade. Cool. Komm rüber. Ich zuerst. Nein! Na gut. Na, warte mal, da kommt oder was? Nee, aber ich bin bei mir! Ihr seid ja bescheuert! Geht doch woanders hin!
Das ist doch klar, dass er dann nochmal... Meckerst du mich an? Ja. Warum? Also, wenn ihr da bei mir stehen bleibt, der kommt doch dann an. Das ist so total bescheuert. Chill mal. Ich sterbe vielleicht. Nein. Find ich nicht cool. Komm jetzt. Du solltest aufpassen, ne? Weißt du. Na super. Ah, schade. Habe ich nicht ganz richtig. Ah doch, ich glaube irgendwie. Oder von dir. Gemeinschaftlich, weißt du? Ah, scheiße. Dreht voll durch. An sich ist der aber nicht wirklich schwer. Von unten, ich muss von unten. Oh, na toll. Was? Drecksack. Ich bin tot. Tot? Ja, sag ich ja. Naja, nicht, vielleicht nicht tot. Jetzt. So. Ja, an sich ist der aber trotzdem... Der Kampf ist natürlich ein bisschen langwieriger, aber an sich jetzt nicht wirklich herausfordernd. Na super. Sehr gut. So, nur 54? Mach nix. Wird ja weniger. Na, hab ich den Angriff abgefangen? Achtung, Achtung. Ah, nein! Was jetzt? Achso, ja. Besser ist besser. Den ich im Blick gehabt. Ich kann nicht ran. Ische. Ische. Warte, ich hab voll aufgeladen. Warte, ich hab voll aufgeladen. Ja, 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 ja. Jawoll. Na, ja, sie ist trotzdem ist tot. Ja, super. 131 wieder. Naja, aber Hälfte sollten wir irgendwann mal geschafft haben. Er heilt sich ja immerhin nicht. Zack, zack. Nein, 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 nein! Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, warte, warte, warte. Ich hatte kurz geistige Abwesenheit. Ich bin tot. Ja, das war nicht so schlau mit der geistigen Abwesenheit. Nee, irgendwie nicht. Jetzt bin ich Tobi, ich will nicht Tobi sein. Wieso bist du ich? Ja, auf jeden Fall. Hat ja, vielleicht. Na, ja, spiel ich halt mit Ische weiter. Nein, ich hab den voll nicht drauf. Ja, du musst nur laden. Aufladen und hauen, genau wie du das gerade mit Puki gemacht hast. Nein, will ich doch nicht. Ist genau das gleiche. So, du kannst wieder rüber. Nee, warte, ich lad mal eben, die kann hier auf 6 aufladen, hier die Ische. Ja, dann mach! Mach! Na toll! Na super! Geh doch mal von der Ische runter. Hallo? Das ist ein leicht verfänglicher Kommentar, den könnte man unter Umständen falsch verstehen. Ich sag ja nur. So, weißt du, was ich jetzt nochmal versuche? Das ist aber Verzweiflung, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum du so verzweifelt bist. An sich ist der relativ human. Wir sollten, wenn wir besser aufpassen würden, hätten wir auch überhaupt gar keine Probleme. Wir haben ja noch gar keine Probleme. Ja, wir haben keinen. Haben wir noch überhaupt noch ein Lebenswasser? Eins vielleicht, ne? 74, 65, 70, 65. Ja, die Waffen werden nicht stärker. Ich habe nur keinen Plan, wie stark sie sind, deswegen will ich einmal gucken. Entschuldige bitte. So. Ja, sei dir vielleicht verziehen. Hm. Dankeschön. So. Ah, der Tobi wird grundsätzlich getroffen davon. Ja. Mann. Nein! Oh Mann! War auf 6 aufgeladen! Ja, ist halt schön, was du da, wie du dich drehst. Toll! War nicht sehr schlau. Hups! Keiner wird getroffen. Krass. Ja. So, ich bin früher fertig. Ah, diesmal wurde er nicht getroffen. Haha! Ja, klar, wird nur einmal getroffen, ne? Schade eigentlich. Na. Jetzt muss man wieder auf Ische aufpassen. Ja, krass. Ja, gib ihr mal irgendwas. Ja, besser ist besser. Achtung! Jawollo! Uiuiuiui! Der hat ja einen guten Crit drauf. Sehr schön, klappt doch! Ohne Verzauberung. Zauber hier. So, wir können auch anders, wie man sieht. Ja. So, Achtung. Die Oberskillers, das Spiel komplett ohne Zauber durchspielen. Wir zeigen gerade, wie das geht. Tada! Ja. Ach ja, einfach auf alle. Ja, schadet nicht. Er düst jetzt einmal über uns rüber.
Ich gehe schon mal weg. Ah, wenn man sich heilt, dann wird das aber... Nee, doch nicht. Ich dachte, dann wird es komplett gestrichen. So, die Ischid läuft mir echt hinterher, ne? Ja, wenn du der erste Spieler bist. So, kommst du jetzt rüber oder nicht? Oder bleibst du da hocken oder was? Ja, okay, dann... Nein! Geh rüber! Ah, ja, nur 53. Ja, ja, war von mir. Okay. Ich werde gleich Wir sind schon wieder stiller geworden, weil wir uns konzentrieren müssen, wie blöde. Merkst du das? Ja, ist ja normal. Ja. Oh. Ich lass jetzt nicht, warte. Na, lass mich erst drüber, bitte. Nee, das geht doch trotzdem, halt einfach gedrückt. Ja, aber dann kann ich nicht. 194 ist ja auch nicht schlecht. Aber da geht doch 30 mehr. Ja. Komm, put. Warte. Runter. Was? Abgewehrt? Was? Ist geil. Bei beiden. Vielleicht weil er gerade so fliegt oder so, keine Ahnung. Mann, oh. Ich habe Angst. Ich hab getroffen. Ische, komm hoch. Oh, ich komm nicht richtig hoch, weil du so weit unten bist. Ja, weil ich Angst hab. So, wo bleibt er denn? Wie wir schleichen. Was macht er denn da? Er macht gar nichts mehr. Ich glaube, ihm ist die Puste ausgegangen. 246. Dann rastest du es einfach danach noch völlig aus. Ich glaube, der hat echt keine Puste mehr. Der macht ja gar nichts mehr. Das ist ja super. Aber er kommt an. Das ist irgendwie auch bedrohlich, ne? Ja, ich. Ja, siehst du? Jetzt rastest du wieder aus. Ich weiß, der macht los. Also 2000 sollten langsam runter sein, ne? Ja, danke. Wollte mich gerade meinen. Wo du es gerade sagst. Mein mathematischer Verstand hat sich gerade gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der hat ein bisschen länger gedauert, aber nur wegen der blöden Zauberschild-Action. Ja, aber das ist ja auch gut, ne? So kann man auch sehen, dass wir es trotzdem schaffen. Ich trinke mal eben einen Schluck Star-Drink-Cola. Und weiter geht's. Juhu! Alter, kann er nicht mal mir irgendwie einen anderen Orb geben als ständig Lanzen-Orbs? Was soll die Scheiße? Die Rolle stimmt. Sie haben die Mana-Festung aktiviert. Gleich wird hier alles untergehen. Woher weißt du das? Ich habe die Mana-Bücher studiert. Lufti! Breche durch, hol uns hier raus! Lufti, kannst du mal, also wir gehen vielleicht auch einfach nur, da ist jetzt Lufti. Okay. Tu jetzt mal so, als wüsste ich nicht, was passiert. Ja. Aber witzige Atmosphäre. Ja, ganz bedrohlich. Und Lufti. Weißt du übrigens, wen wir nicht besucht haben? Nee. War da irgendwo ein Raffi? Nee, da war keiner. Komisch. Okay. Sollte da einer sein, oder wie? Ja. Was ist denn jetzt los? So, wechsel mal die Perspektive, bitte. Wie geht das? Achso. So, und jetzt such mal den Himmel ab. Wie den Himmel? Dreh dich einfach einmal. Irgendwo müsste was fliegen. Da. Was ist das? Er fliegt mal ein bisschen übers Land, so. Kann man noch irgendwo landen? Da will ich nicht hin. Der Flieger erstmal woanders hin. Soll ich hier landen? Such mal die Weihnachtsinsel. Das ist ja untergegangen, da kannst du nicht landen. Kann man wirklich nicht? Achso, okay. Weihnachtsinsel, okay. Guck mal, ob man irgendwo anders noch... Ah, nee, okay. Alles klar. Ich dachte, man kann schon gar nicht mehr irgendwo anders... Nein, man muss nicht zur Weihnachtsinsel. Ich dachte nur, jetzt ist alles unter... Nee, wir sollten aber, um zu speichern. Ich weiß ja nicht, was... Das... Wo ist es? Es ist nicht mehr da, zum Glück. Aber da oben müssen wir eigentlich jetzt noch... Also, wir können mal hinfliegen, aber da müssen wir noch gar nicht so wirklich hin. Moment, hier war doch irgendwo... Hier war doch... Genau, hier Schneedorf. Genau, ich will Schneedorf, nee. Um... Hier das, nicht. Ja, das sind keine hässlich. Häuser. Ja, da waren auch keine richtigen Häuser an dem Schneedorf. Das ist zum Beispiel nicht, das ist nicht das Schneedorf. Was ist das dann? Weiß ich nicht. Oase oder was? Das ist doch hier. Nein! Das ist nicht das Schneedorf, wo du. Lande bei den Häusern. Da, hier, genau, das ist das Schneedorf. Ja, meinte ich doch. Ja. Hatte ich ja auch gemeint. So, erstmal ein. Was war das am Himmel? Voll eklig. Ja, kannst du mal aufhören, das Walross. Achso, ich hatte da so ein inniges Bedürfnis. Ja, vielleicht gehen wir einfach erstmal ins Inn. Hallo, Olaf. Nein, wir müssen erst laufen. Olaf? Oh Mann, du bist das da. Ja, okay, du blödes Skorpion.
Dafür ist der Eingang jetzt frei, was willst du? Der war auch vorher schon frei. Da hätten wir nicht extra für... Doch, der war gerade frei geworden. Hallo, Herr Walross. Hallo, Herr Walross. 255... Wieder... Moment, da eben sollte irgendwo Raffi sein, oder was? Naja, irgendwo... Warte, ich guck nochmal, wo wir denn die Superrüstung kaufen müssten. Die müssten wir kaufen bei Raffi auf der Dämoneninsel. Das eben war die Dämoneninsel. Hä, und es gibt die nur diese eine Chance. Wenn die untergegangen ist, haben wir Pech gehabt, oder was? Ja. Ja, dann bin ich versucht, gleich nicht unseren alten Speicherstand zu überspeichern. Ja, dann musst du ja nicht. Du kannst ja, wir haben ja ein paar mehr Slots. Dann kannst du erstmal einen anderen überspeichern. Und dann schauen wir nochmal. Ja, weil die Rüstung, also im Borgfu, da stand überall, man muss die Rüstung haben, weil sonst ist man tot. Ja. Ja, toll. Also das ist ein Spiel, das ist ein unfassbar wichtiges Item. Also mehrere Items im ganzen Spiel ist die wichtigste Ausrüstung. Wenn man Pech hat, kriegt man die nicht. Weil die nicht auf dem Weg liegt, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Es gibt ja noch eine mächtigere Rüstung, die du allerdings nur bekommst, wenn du gegen bestimmte Gegner kämpfst. Ja, klar. Tolles Spiel. Ich starb einfach mal hier. Sonst speichern wir jetzt gleich einmal ab. Und dann schauen wir mal. Wie, dann schauen wir mal? Schauen wir mal, wo der Raffi denn sein sollte vielleicht. Genau, dann schauen wir mal. Und dann kommen wir wieder. Und nehmen weiter auf. Ja, könnten wir machen. Ja? Machen wir das mal. Machen wir mal. Du hast jetzt eine externe Festplatte. Ich meine, ist doch wurscht, ne? Nee, wurscht ist das sowieso, weil das Spiel nicht sonderlich viel Speicherplatz wegfrisst. Aber egal, genug der technischen Unzulänglichkeiten. Wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen mal kurz schauen, wo der Kater so haust. Ihr habt es vielleicht gerade gehört hier in unserem kleinen Dialog zwischen uns beiden. Wir wollen nur gucken, wo der Raffi ist, weil wir die Rüstung brauchen. Ganz, ganz dringend. Wie die Mädels den Tobi angucken. Ja, wolltest du noch irgendwie was sagen? Nee, los geht's. Tschüss. Los geht's? Ja, los geht's. Bis gleich. Tschüss.